Ein herzliches Willkommen in unserem Transfermarkt-TV-Studio, liebe User. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Ja, Mitte der Woche und wir haben noch keinen weiteren Transferhammer zu verzeichnen. Vielleicht kommt das ja noch. Das hält uns aber nicht ab, euch heute auch wieder mit interessanten Themen zu versorgen. Das haben wir vor. Kommt auch noch Mbappé? Der Pariser Transferwahn stößt auf Kritik. Dembélé löscht den BVB, verlässt auch Moore den Club. Außerdem im Fokus die portugiesische Liga NOS. Wir starten heute gleich mit unserem Transferticker, denn einige Spieler haben eine neue sportliche Heimat gefunden. Zum Beispiel der Argentinier Matias Kranewitter. Er wurde offiziell von Zenit St. Petersburg vorgestellt. Welcome heißt es da. Er kommt von Atletico Madrid, war zuletzt schon an Sevilla ausgeliehen. Das alles macht Sinn, denn insgesamt nur 11 Spiele für Madrid bestritten. Der FC Southampton hat Mario Lemina von Juventus Turin verpflichtet. Der Premier League-Aufsteiger zählt jetzt also auf seine Dienste. Philipp Senderos zieht weiter und wechselt nach nur einer Saison bei den Glasgow Rangers in die MLS nach Houston. Man kennt ihn ja noch aus seinen Zeiten bei Arsenal. Und Richarlison, der brasilianische U20-Nationalspieler, wechselt zu Watford. Er kommt von Fluminense und unterschreibt einen 5-Jahres-Vertrag. Ja, und die Brasilianer erfreuen sich großer Beliebtheit bei europäischen Clubs. Wir haben mal die Top 5 Transfers dieses Sommers aufgelistet. 3 allein hat der USC Lille verpflichtet. Insgesamt haben sie 33,5 Millionen für Brasilianer ausgegeben. Der teuerste war Thiago Maia. Und auch ganz interessant auf Rang 3 Douglas Luiz, geholt von Pep Guardiola zu Manchester City. Allerdings wurde der jetzt gleich wieder verliehen nach Spanien zum FC Girona. Seit gestern schwirrt ja das wilde Gerücht umher, Paris Saint-Germain könne sich nach Neymar für 222 Millionen jetzt auch noch Kylian Mbappé für ganze 180 Millionen vom AS Monaco gönnen. Das wären dann summa summarum über 400 Millionen Euro an Transferausgaben. Allerdings, wie wahrscheinlich ist das, dass der Stürmer in die französische Hauptstadt wechselt? Wir hören die Meinung vom Redaktionsleiter von Transfermarkt, Dennis Krämer. Ja, wohin zieht es Monacos Sturmjuwel Kylian Mbappé? Das ist die Frage, die uns weiter beschäftigt auf dem Transfermarkt. Real Madrid galt lange als Favorit, hieß auch schon, es gäbe eine Einigung zwischen beiden Vereinen. Das wurde von Monaco aber offiziell dementiert. Dann wurde Barcelona ins Spiel gebracht und nun vermeldet das französische Medium Telefoot, dass Mbappé sich entschieden hätte, zu Paris Saint-Germain zu wechseln und das sein Verein auch mitgeteilt hätte. Wenn dem so sei und wenn es dazu käme, dann hätte Paris nach dem Neymar-Transfer dann bereits knapp 400 Millionen auf dem Transfermarkt in diesem Sommer investiert. Offizielle Bestätigung gibt es noch nicht. Interessant ist, dass Real Madrids Präsident Florentino Pérez nach dem Supercup-Sieg der Madrilen am Dienstagabend offiziell mitgeteilt hat, dass man mit dem Kader zufrieden sei und nichts mehr auf dem Transfermarkt machen möchte. Ist jetzt die Frage, ob das nur Taktik ist und man vielleicht dann doch noch zuschlägt. Meine Meinung ist, dass Real dort Abstand nehmen wird von einem Transfer und auf diese Summe nicht eingehen wird. Und wenn Mbappé wechselt, dass er dann wirklich zu Paris oder Manchester City geht. Das klingt ja ganz so, als seien die Königlichen bei diesem Transfer raus. Ja, und wer so viel Geld hinausbläst, der muss sich natürlich nicht wundern, wenn das bei vielen nicht gut ankommt. Zum Beispiel auch beim Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge. Auch er würde das Geld lieber anderweitig investieren, zum Beispiel in Steine anstatt Beine. Er sagt: Da ist uns die Allianz Arena wichtiger und lieber, wobei der Neymar-Transfer im Gesamtvolumen sogar noch teurer war. Ihr habt euch sicherlich auch schon Gedanken gemacht, was man sich für dieses Geld alles kaufen könnte. Und auch wir meinen, es geht noch mehr. Man braucht sich gar nicht nur 2 Spieler kaufen. Man könnte sich zum Beispiel gleich eine ganze Mannschaft kaufen. Warum zum Beispiel nicht den FC Sevilla, mehrfachen Europa-League-Sieger und Ex-Club von PSG-Trainer Emery? Oder man kauft sich nicht nur Mbappé, sondern gleich seinen gesamten Verein dazu, den AS Monaco. Warum nicht?
Oder wenn es lieber etwas anderes sein darf, dann könnte man sich auch den FC Everton kaufen, einen englischen Club, falls man da Präferenzen hat. Oder zum Beispiel eine italienische Mannschaft, den SSC Neapel. Dort hätte man dann Stars wie Insigne und Hamsik dabei. Oder man kauft sich einfach den BVB. Der hat nämlich einen Gesamtmarktwert von knapp über 400 Millionen Euro. Da könnte man gleich die ganze Mannschaft haben und nicht nur zwei Spieler. Ja, liebe User, welchen Verein würdet ihr euch denn dafür gerne kaufen? Man könnte aber auch in ganz andere Wertgegenstände investieren und deshalb kommen hier ein paar durchaus ernst gemeinte Vorschläge für den Boss von Paris, Nasser Al-Khelaifi. Er könnte sich zum Beispiel für 400 Millionen 6 Airbus A318 kaufen oder einfach 1200 Lamborghini Aventador oder über 570 Millionen Wasserflaschen. Also dann hätte er nie wieder Durst in seinem Leben, glaube ich. Oder aber, und das ist ein ganz kleiner Geheimtipp, er kauft sich einen Julian Nagelsmann. Dietmar Hopp hat nämlich gesagt, das ist die Ablöse für meinen jungen Star-Trainer. Ja, jetzt müssen Herr Hopp und Herr Al-Khelaifi nur noch Telefonnummern austauschen. Ja, die Gerüchteküche brodelt ganz schön und im Falle des BVB könnte sie bald überkochen. Zum einen geht es um Ousmane Dembélé und der Spieler hat jetzt vielleicht sogar selbst einen Hinweis auf einen möglichen Wechsel zum FC Barcelona gegeben. Er hat nämlich den BVB einfach gelöscht aus seinem Instagram-Profil. Dort stand zuvor noch Borussia Dortmund und echte Liebe. Diese Worte sind jetzt über Nacht einfach verschwunden. Ja, und so ein Wechsel, das wäre eine ganz schön fette Beute für den BVB. Denn der Spieler ist erst im vergangenen Sommer von Stade Rennes für 15 Millionen gekommen. Jetzt sagt Boss Watzke, 100 Millionen wären mir noch zu wenig. Die L'Equipe und der Kicker zum Beispiel sagen, 120 Millionen könnte die Ablöse betragen. Radio Catalunya und die Sportbild gehen sogar von 150 Millionen aus. Ihr User sagt 44% Wechselwahrscheinlichkeit. Was sagt der Kollege Christian Schwarz von Transfermarkt? Der mögliche Wechsel von Dembélé zum FC Barcelona beschäftigt uns ja jetzt alle schon ein paar Tage. Und wenn man mal auf die Summen schaut, die da so gehandelt werden, 120, 150 Millionen, dann steht für mich im Prinzip fest, dass der Transfer auch stattfindet. Die Frage ist nur noch, wann. Wenn Dortmund so ein Angebot tatsächlich vorliegen hat, dann kann man einfach aus wirtschaftlicher Sicht nicht Nein sagen. Erst recht, wenn man auch mal auf dem Kader sieht, man hat einen Pulisic, man hat schon einen Philipp geholt, da sind Alternativen da, plus das Geld, das man einnehmen würde. Also nach meiner Meinung wird der Transfer in den kommenden Tagen perfekt sein. Bei dieser Summe kann der BVB am Ende vielleicht gar nicht Nein sagen. Und auch ein anderer Spieler könnte den Verein verlassen. Emre Mor, auch er war ja nur ein Jahr da. Unbestrittene Fähigkeiten hat er aber so richtig Fuß fassen konnte er nicht. Er ist bei Inter Mailand im Gespräch, soll angeblich in diesen Tagen den Medizincheck absolvieren. Ihr sagt, zu 65% verlässt er den Verein. Ja, und wo wir gerade bei Spielern sind, die nicht so richtig durchstarten können, kommen wir zu Luc de Jong. Der hatte ja auch eine unglückliche Zeit bei Borussia Mönchengladbach, aber jetzt möchte er zurück in die Bundesliga, vielleicht zu Hannover 96. Momentan steht der Stürmer bei PSV Eindhoven unter Vertrag. Eure Tendenz 35% fallend. Wir haben ja auch immer ein Herz für junge Talente und möchten euch heute einen Mann vorstellen, der gerade in der portugiesischen Liga von sich reden macht. Filip Krovinovic, er ist 21 Jahre alt, Kroate, geboren in Zagreb und in diesem Sommer kam er von Rio Ave zu Benfica Lissabon. Bei seinem ehemaligen Verein war er ein absoluter Leistungsträger, 7 Tore in 50 Spielen. Wie ihr seht, ist er ein guter Techniker. Er belebt quasi den klassischen Zehner wieder. Länderspiele hat er auch schon vorzuweisen. Für Kroatiens U20 4 Spiele, 1 Tor. Eigentlich verwunderlich, dass er nicht schon in diesem Winter gewechselt ist. Also wir empfehlen, diesen Mann auf jeden Fall im Auge zu behalten, obwohl er derzeit verletzt ist. Sein aktueller Marktwert übrigens beträgt momentan 2 Millionen. Yeah.
Wir wollen uns jetzt nochmal intensiver mit der portugiesischen Liga NOS befassen. Die ist ja in diesem Wochenende wieder durchgestartet und nicht zuletzt seit dem Gewinn der Europameisterschaft 2016 spricht die Fußballwelt wieder intensiver vom portugiesischen Fußball. Ganz klar, der bekannteste Spieler unter ihnen, das ist CR7 Cristiano Ronaldo. Auch er kam damals von Sporting Lissabon über Manchester zu Real Madrid und wir sehen hier nochmal ein paar beeindruckende Emotionen aus der Liga. Da ist immer viel los und getanzt wird dort natürlich auch ganz gerne. Ja, und es zeigt sich auch in den vergangenen Jahren, dass die Transfereinnahmen stetig gestiegen sind in der Liga. Zum Beispiel in der Saison 13-14 hat man noch knapp 144 Millionen eingenommen. Das ist ein Plus im Vergleich zu den Ausgaben von 50 Millionen. Und ja, die Einnahmen haben sich immer weiter gesteigert, während die Ausgaben dann und wann auch mal abgenommen haben. Woran liegt das? Viele Spieler werden aus der Jugend hochgezogen oder eben günstig zu einem kleinen Preis in Brasilien verpflichtet. Ja, und in der Saison 17-18 gab es dann sogar ein Plus von 200 Millionen. Aber nicht nur CR7, sondern auch andere Spieler sind aus der portugiesischen Liga zu einer Weltkarriere aufgebrochen. Sie haben dort ihre ersten Schritte gemacht und sind dann weitergezogen. Und hier kommen für euch die Top 5 der teuersten Abgänge. Zum Beispiel Axel Witzel. Er ging zu Zenit St. Petersburg. Dort traf er dann auf Hulk. Auch er ging nach Russland für 40 Millionen, der brasilianische Stürmer. Ebenfalls João Mário verließ die portugiesische Liga. Er fand ein neues Zuhause bei Inter Mailand. Der Torhüter Ederson zog auch weiter zu Pep Guardiolas Club Manchester City. Und auf Platz 1, ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Schirm gehabt hättet, James Rodriguez für 45 Millionen von Porto zu Monaco. Jetzt spielt er ja beim FC Bayern. Also Rang 5 bis 2 kosteten 40 Millionen. James war sogar noch 5 Millionen teurer. Gute Arbeit schlägt sich natürlich auch immer in internationalen Erfolgen nieder. Die portugiesischen Mannschaften sind immer ganz unangenehme Gegner. Zum Beispiel in der Europa League. Das gilt auch für Benfica Lissabon. Für den ganz großen Wurf hat es noch nicht gereicht, aber sie waren zuletzt zweimal in Folge im Finale der Europa League. Porto hingegen hat schon Titel vorzuweisen. Seit 2000 zweimal die Europa League und einmal sogar die Champions League gewonnen. Und Sporting hat noch ein bisschen aufzuholen, aber immerhin seit 2000 waren sie einmal im Finale und einmal im Halbfinale der Europa League. Was steht uns bevor in dieser Saison? Ein Mann weiß sicherlich mehr, das ist der Portugal-Experte von Transfermarkt und er ist uns jetzt zugeschaltet, Marcel de Almeida. Grüß dich, Marcel. Hallo. Und selbst bist du Benfica-Fan, das wollen wir natürlich nicht verschweigen. Zuerst aber mal die Frage über Sporting, denn das war das Team, das die größten Transferbemühungen unternommen hat in diesem Sommer. Inwiefern macht sie das für dich auch zu einem Titelanwärter? Ja, wie gesagt, Sporting hat auf dem Transfermarkt ordentlich was getan, haben mit Mathieu und Coentrão vor allem Qualität und auch Erfahrung geholt. Ich kann mir vorstellen, dass sie dieses Jahr wirklich angreifen wollen. Sie sind schon seit 15 Jahren kein Meister mehr geworden. Deswegen setzt der Präsident und der Trainer dieses Jahr voll auf Attacke. Ja, dann wird es natürlich tatsächlich mal Zeit. Dein Team Benfica und auch Porto, das sind die beiden anderen Großen. Wie schätzt du deren Kader und deren Stärke ein? Benfica hat natürlich drei schwerwiegende Abgänge gehabt in der Defensive. Bisher noch nicht so viel auf dem Transfermarkt getan, abgesehen von Seferovic und Krovinovic. Da wird meiner Meinung nach noch in der Defensive noch was getan werden müssen. Ansonsten Porto hat auch nicht so viel getan, hat einige abgegeben, allerdings die guten Spieler alle halten können. Und mit Leihrückkehrer Abubakar und Ricardo Pereira zwei sehr gute Spieler bekommen, die auch definitiv eine Verstärkung sind und für mich aktuell der stärkste Kader Porto. Okay. Und mal abgesehen von den namhaften Teams, wer könnte uns denn in dieser Saison vielleicht überraschen? Wie auch schon in der letzten Saison hat Guimarães den einen oder anderen mal ärgern können. War auch im Pokalfinale gegen Benfica, hat dort verloren. Die Saison ist auch wieder mit denen zu rechnen und auch mit Braga, abgesehen von den dreien. Also Braga und Guimarães, mit denen ist immer zu rechnen, kämpfen immer um den dritten Platz.
Und ich denke, da wird es dieses Jahr aber um den vierten gehen zwischen den beiden. Danke dir, Marcel, für deine Einschätzung. Und für euch, liebe User, gibt es gute Nachrichten, denn heute Abend warten schon zwei Spiele der Liga NOSCH auf euch. Bei Sport Digital ab 19.50 Uhr geht's los mit der Begegnung Porto gegen Estoril. Ja, und das war's von mir für heute. Bitte morgen wieder dabei sein. Jetzt aber noch mal ein kleiner Vorgeschmack auf die portugiesische Liga. Tschüss.